Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Ich habe hier gerade was entdeckt. Waren wir hier schon? Ich bin mir bei den Wracks nicht mehr so ganz sicher, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Au. Ich habe keine Ahnung. Waren wir hier schon einmal? Ja, ja, du mich auch. Weil ich glaube, ich hätte hier wieder was entdeckt sonst. Weil ich gerade hier so vorbeischwimme, dachte ich mir gerade, Aber es schaut nicht aus, dass es hier... Doch, hier wird es einen Eingang geben. Okay. Ich versuche so nah wie möglich ranzuschwimmen. Hier brauchen wir wieder unseren Laser. Da war ich noch nicht. Es besteht halt immer eine Hoffnung auf ein Zyklop-Teil, ne? Oder ein Mehrzweckraum, irgend sowas, ne? Zyklop wäre halt schon cool. Ich muss das leider ausnutzen, es hilft nichts. So. Gleich sind wir drin. Dann gucken wir mal. Der Scanner. Was haben wir denn hier? Ein zurückgelassene PDA auf jeden Fall. Integrating new PDA data. Ja. Dann ist hier natürlich stockfinster. Dass man nichts sieht. Ist eh logisch. Weil, wozu? Aha. Dann werde ich gleich mal Licht machen. So. Okay. Lol. Da geht's wieder raus. Uah, ich gehe wieder rein. Okay. Tu mir nix. Ich bin lieb. Meistens. Okay. Aber ansonsten schaut's aus, als wenn hier nix ist, ne? Der Schreibtischsessel da ist ja auch nicht zum Scannen gedacht, ne? Nö. Na, da wäre eigentlich nur die Lampe und die PTA haben wir halt bekommen, ne? Mehr ist halt nicht der Fall. Da geht's wieder raus. Okay. Ist ein bisschen armselig, aber naja. Besser als nichts. Gut, lesen tue ich lieber später. So, was wollte ich? Genau, die Tischkoralle. Ein weiteres Mal Tischkoralle. So. Hier sind auch ein paar Wrackteile. Hier bist. Ach, das ist der Abfalleimer, den haben wir schon. Bin halt immer so Seegleiterfragment. Aber hier ist eine. Also die Scheibenkoralle braucht die Tischkoralle. Was haben wir da? Gravitationsfallenfragment. Das habe ich aber schon, oder? Bin mir jetzt sicher. Bin mir mittlerweile gar nicht. Hoppala. Dachte ich schon, hä, warum kennst du jetzt nicht? Ja, ja, das hatten wir schon. Ja, ja. Selbstverfreilich. Seegleiter, Gravitationsgeschichte. Ja. Ich muss es mir halt anschauen. Was soll man machen? Könnte ja sein, dass was ganz was Wichtiges hier ist, ne? Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich bald wieder Bierscher verhauen anfangen. Die Nerven halt schon ein bisschen blöd. Signalbojenfragment. Schau, gut, dass ich mir nochmal ein bisschen umschaue. Achso, die haben wir auch schon. Ich dachte, die würde mir noch fehlen. Okay, nein. Dem ist nicht so, meine Dame. So, lauter Scheibenkorallen, aber keine... Da vorne ist Tischkoralle. Das sollte sie, glaube ich, sein. Jawohl. Eins, zwei, drei. Noch mehr, noch mehr. So, einsammeln. Zack, 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 zack. Nehmen wir gleich mit, was geht. Wir sind voll, glaube ich, ne? Jawohl. Sehr gut. Haben wir wieder einen kleinen... Das Titan könnte ich noch wegschmeißen. Dann könnte ich noch ein bisschen von dem mitnehmen, weil brauche ich eh so viel von dem Zeug. So, zack, zack. Da habe ich es nicht umsonst kaputt gehauen. Okay, jetzt sind wir voll. Passt, sehr gut. Mein Mötchen. So, das zu dem. So, einsteigen. So. Das Licht kann ich ja mal ausschalten. Brauche ich nicht unbedingt. So. Das zu dem. Haben wir das gefarmt. Könnte ich wieder zurück. Salz haben wir 5. Das schaut nicht so schlecht aus. Wie war das jetzt hier? Überlebensblabla. Altera Such- und Rettungsmission. Degasi Besatzungsverzeichnis. Bart Dogal. Zusätzliche Such- und Rettungsmission. Bart Dogal.
Position. Vizepräsident der Dorgal-Gesellschaft. Status verschollen im Weltraum in der Nähe des Planeten 4546b. Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens 19. Boah, so jung. Das einzige legitime Kind von Paul Dorgal. Oje. Begünstigter für verbesserte Lerntechniken und Gehirnimplantate. Digitraining in fortgeschrittener Biochemie und stellarer Ökonomie. Abgesandter Kassar berichtet, dass Bart seinen Vater zu einer neu erbauten Raumstation begleitete, wo er für 5 Jahre als Geschäftsführer tätig sein sollte. Aha. Okay. Sollte es jetzt ein Hinweis darauf sein, dass der nützlich wäre für uns? So. Vielleicht. So, nix wie zurück. Dann bauen wir die Modifizierungsgeschichte. Dann werden wir mal unser Titanenmesser bei passender Gelegenheit verbessern. Die Stoßkanone, glaube ich, war. Noch 2 Sachen. Jo. Fahren wir mal schnell weiter. Ich muss mal kurz husten. Entschuldigung. Da hatte ich ein Fröschlein im Hals. Ja, obwohl ich gar keinen gegessen habe. Sachen gibt's. So. Jetzt bin ich eh schon unter Wasser und ist trotzdem eine staubige Angelegenheit, ne? Unglaublich. So. Dann parken wir in unsere Garage. So. Dumm. Na, mach gar nicht dumm. Ja, danke. So. Dumm. So. Ich möchte bauen. Die Schkoralle Hammer. Einmal was zum Saufen habe ich gebraucht, ne? Gut, also das schmeißen wir wieder da rein. So. Falsches Ding. Das war da drüben daheim. So. Genau, ich dachte gerade, hä? Rohrkoralle? Was macht die denn hier? Ja, da musste sie rein. Ich wollte den Computerchip bauen, ne? So. Meine Güte. So, guten Tag. Also. Geht das jetzt überhaupt? Habe ich alles mit dabei? Achso, Kupferdraht. Ja, da fehlt der Kupferdraht. Doki, hast du das nicht gesehen? Nein. Wirklich, ich schwöre. Wieso das denn? Ja, weil ich das nicht gesehen habe. Das geht aber nicht. So. Aber jetzt. Und der Computerchip. So, und jetzt schauen wir mal. Mit Hilfe unseres Konstruktionswerkzeuges. Da. Da. Oh, um Gottes Willen. Achso, jetzt dachte ich, boah, ist das groß. Na, es ist machbar. Wäre okay. Wäre nicht so schlimm. Aber ich fürchte, dass wir da nicht mehr so recht Platz haben. Es wäre schon bald besser, dass irgendwie... Hoppala. Hier schon bald. Ich brauche den Mehrzweckraum echt. Das wäre echt so super. Das hier irgendwie der Wahl hinzustellen. Aber ich möchte schon gern mehr da vorne haben. Ich werde das einmal abbauen. Da werde ich dann einen zweiten Schrank oder einen, ja, noch einen Schrank dazu bauen, glaube ich. Und dann werde ich mal das da. Werde ich mal. Ich will das drehen, noch möglich. Hä? Was? Da. So, wie weit muss ich denn da weg? Okay, ziemlich weit weg. Ach, Käse. Okay, so wird's gehen. Bin ich da jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung, wie das richtig stehen muss. Ist das so richtig? Ich werde es gleich sehen, wenn ich es gebaut habe, glaube ich. So. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Hm.
So, noch ein Stück. So vielleicht. Ich denk so, ha? Huh? Ich schau mal, ob es so richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Jo, schaut okay aus. Modifiziertes Feldmesser. Feldmesser und Batterie. Jo, bitte. Juhu. Nice. Dann die Taucherflasche, genau. Da gehe ich jetzt mal meinen Drum holen. Also es ist automatisch eine Thermalklinge. Okay. Das ist super. Also das normale Titanmesser wird automatisch zur Thermalklinge. Das ist nice. Ich brauche dich da. Kann ich jetzt auch solche Dinge vielleicht wieder reparieren dann später? Das wäre auch super. Was wollen Sie, Sie Medikit? Na? Gibst du es mir? Also mein Inventar voll ist. Ich dachte mir, hä? Warum macht er das jetzt nicht? So, für die hier brauche ich noch Lithium. Genau. Okay. Da brauche ich noch Lithium. Lithium. Habe ich Lithium? Habe ich da. Aber kein Blablablatz. Hier bin ich auch voll. Habe ich hier noch für irgendwas? Gold. Rein damit. Silber. Rein damit. Jetzt habe ich Platz. So, also noch zwei Lithium. Tack, tack. Jetzt müsste es klappen. So. Und zack. Und mit ultra hoher Kapazität. Genau. So. Zack. Sehr gut. Und was haben wir hier? Die Stoßkanone. Computerchip und Magnetit brauchen wir dafür. Modifizierte Zyklopmodule. Ja, das geht leider nicht. Tiefenmodul Stufe 2. Heul und Schnief. Geht noch nicht. So, wenn ich das jetzt, wenn das wieder zugeht. Okay, es ist nicht im Weg. Passt, das wollte ich nämlich wissen. Ob es im Weg wäre. Die Batterien sind auch voll. Das freut mich. Das heißt, ich stecke hier schon wieder fest. Ich habe schon wieder gar keinen Platz. Warte. So. Genau. Jawohl. Bäm. So muss das ausschauen. Sehr gut. Dann können wir die wieder wegschmeißen. So. Genau. Jetzt haben wir die Schubkanone. Die Stoßkanone wäre das gewesen, ne? Habe ich da hier, was habe ich hier drin? Ein Seegleiter und Kreaturenorbital. Okay. Ansonsten habe ich hier nichts, ne? Warte mal. Das passt schon, ne? Die Stoßkanone, Schubkanone habe ich. Ja, passt schon. Computerchip und Magnetit, so war das jetzt. Und die Batterien, genau, die nehme ich auch gleich mit. Zack, zack, zack. 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 Und zack. Genau. Dann können wir wieder vier weitere nehmen. Da. Vier weitere. Also eins, zwei. Hoppala, die war voll. Oha, da war eine volle drin. Nehmen wir die auch mit, weil die vollen gehören hier nicht rein. Dafür haben jetzt die hier wieder Platz. So. Schön langsam wird's. Jo. Dumm. So. Die leeren. Also einmal, zweimal, dreimal und, na, der war 100. Viermal. Jetzt haben wir's. Voll. Sehr gut. Und der ist auch voll. Nice. Ich mag das. Das war jetzt echt supi, dass wir das gefunden haben. Hier habe ich eigentlich immer das gebunkert, glaube ich. Batterien und so, ne? Wobei, ich werde, glaube ich, zwei werde ich mitnehmen immer. Das wäre besser. Glaube ich. Jo, falls irgendwas ausgeht. Es glaube ich nicht verkehrt. So. Das zu dem. Bauen. Modifizieren. Der Computerchip jetzt nochmal. Oh, ich muss noch den Fabrikator aufstellen. Den hätte ich eigentlich da lassen können. Werde ich ihn hier, glaube ich, nochmal hinstellen. Fabrikator. Dann ist er ziemlich nah beieinander. War hier. Ah, das geht hier auch auf der... Ja, okay, das schaut aber doof aus, oder? Nee, das machen wir dahin. So.
Na, passt doch besser. Weißt du, was fehlt? Gold und Tischkoralle. Wer hätte das gedacht? Na, Tischkoralle und Gold. Drum hatte ich ein Gold drin. Ja, ja. Zocki kann das. So, jetzt. Bäm. Passt. Super. Super ist das. Obwohl, es lädt. Ich dachte schon, hä? Rot? WTF? Passt alles. Okay. Dann können wir das Medikit noch rausnehmen, damit du Ruhe gibst. Ja, schon besser. Jo. Dann hätten wir das soweit. Dann wäre noch ein Schränkelein nicht schlecht. Titanhammer. Habe ich noch Titan übrig? Oder habe ich alles weggeschmeißt? Ich glaube, das habe ich nur die drei Stück. Okay. Geht sich das aus? Mitnehmen? Jo, geht sich aus. Ich brauche nur Quarz. Okay, das ist okay. So. Kann ich hier noch ein Schränkelein hinbauen? So. So schön. Na nü. Jo, so passt. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir schön drei solche Spins. Dann kann ich hier auch noch alles voll machen. Dann kann ich hier endlich mal mein Essenslager machen. Also mit den Salzgeschichteln. Wobei, eines behalte ich gleich. Wegen Wasser sehe ich gerade. Ich bin eh schon am Verduschen. Und dann kann ich hier nämlich die Erste-Hilfe-Sachen und das Futter rausnehmen. Und kann hier nochmal so ein Krimskrams-Geschichtel machen. Jo. Ist, glaube ich, ganz okay. So. Zack, 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 zack. Bis auf drei. Zack und zack. Jo. Das schaut okay aus. So, jetzt brauche ich eine Dingskoralle. Die da. Damit ich herstellen kann, der frische Rasen. So. Und so. Jawohl. Da wird es ja schon wieder finster. Wer hätte das gedacht? Gleich wird auch der Strom wahrscheinlich ausgehen, weil die Batterie wird auch ziemlich am Solardingens zapfen. Da werde ich wahrscheinlich noch ein drittes bauen, denke ich mal. Ah, und dann brauche ich ja noch was. Da können wir ja noch was bauen. Dieses Bio-Blabla, ne? Warte mal. Bauplan. Wo war denn das? Das war ja nochmal da unten. Warte. Es ist so viel zu bauen, es ist unglaublich. Bioreaktor, genau. Organisch mit zur Energieerzeugung, genau. Das muss ich auch noch bauen. Schmierstoff, Kabelsatz, Titan. Es ist echt heftig, ne? Ja, ich wusste schon, dass wir gleich Strom ausfallen sein. Ja. Gut. Wir bräuchten eh was zu essen. Den Gelsack. Der kommt, glaube ich, hier rüber, ne? Weil hier war schon Gelsack drinnen, genau. Dann werde ich hier das Quarz hier rausnehmen. Wobei, hier wäre besser, das ganze Gelzeug rauszunehmen und das alles hier reinzuschmeißen. Also Quarz kommt mal hier rein. Das habe ich auch woanders gebunkert. Ja, die pflanzlichen Sachen werde ich auch woanders bunkern, glaube ich. Dann kann ich hier noch das Titan reinschmeißen. Dann würde ich sagen, machen wir hier Pflanzen- und Krimskrams-Geschichtel. Ja, dann würde ich sagen, diese... Da bräuchte ich echt noch einen Schrank. Damit ich solche Sachen wie diese Spielzeugdinger nochmal extra wohin stopfen kann. Also vielleicht hier nochmal so ein Schrank wie der hier. So ein Wandschrank. So ein Spind. Was kostet der? Ui. So viel habe ich noch nicht, Titan. Wer hätte das gedacht? Und ein normaler Pflanztopf, den möchte ich auch gern bauen. Innenbeetkasten, da fehlen mir noch Bestandteile. Okay, und das Aquarium könnten wir eigentlich auch bauen. Ich brauche den Mehrzweckraum, es hilft nichts. Dich brauche ich, Schnucki. So, jetzt stehen wir da im Finstern. Ja. Sehr gut. Gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt noch meine Rubinchen hier schützen. So. Die Tischkorallen muss ich halt dabei wahrscheinlich mitnehmen. Ich habe, glaube ich, nirgendwo mehr Platz. Hier noch vielleicht was. Ja, da gehen sie noch drei aus, ausnahmsweise.
Hier. Oh doch, hier geht sich was aus. Ich trottel. Passt alles. Passt alles. Passt alles. Rein damit. Sehr gut. Jo, jetzt ist das Ganze einigermaßen sortiert. Einigermaßen. Es wäre halt gut, wenn ich hier noch das beschriften könnte. Da ist halt der Wandschrank, also der Wandspind hier besser. Gut. Genau. Computerchip und mit Magnetit. Habe ich jetzt noch Magnetiten? Boah, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, Magnetiten hatte ich nur zwei. Werden wir mal dann, wenn wieder Strom ist, den Scannerraum bitten, dass er uns das aufspürt, hä? Also ist ja alles tot. Da geht gerade nichts. Wie kann das sein? Sachen gibt's. Ja gut, dann gehe ich halt da mal Essen farmen. Ist auch eine Tätigkeit. Und zack. Platsch. Welcome aboard, Captain. Dann gehen wir halt da mal Essen farmen und Salz suchen und so eine Geschichten halt. Was soll ich denn machen? Vielleicht finde ich noch was an zum Scannen. Ich wollte auch nochmal zu Aurora zurück. Könnte ich eigentlich auch machen. Und schauen, ob ich noch irgendwas zum Scannen finde. Ja. Dieses ekelhafte Alienviech, ne? Da bin ich halt auch schon froh, wenn wir das töten können. Aber ich habe jemals hier unten ganz tief unten noch nie, glaube ich, ne? Weil wegen immer keine Luft haben und eingehen und so weiter, ne? Kann ich mich mir auch mal umschauen hier. Ist da Lava drin? Oh mein Gott! Ah, hui! Wow, Alter! Was ist denn los mit euch, Rauschig? Okay. Ich war jetzt nochmal neugierig, wollte mal schauen, ne? Was es hier so gibt. Gottes Willen. Fliegst gleich eigentlich drüber, ne? Bin ich schon weg? Ich wollte nur schauen. Alter, die leben da. Die fühlen sich da wahrscheinlich noch wohl auch noch, wenn sie so blubbelt. Nur mal schauen. Voll beschädigt jetzt, ne? Au. Wer war das? So, ich muss jetzt mal aussteigen. Ich brauche mein Reparaturwerkzeug. So. Das geht schon nicht weiter. Ja, gleiches geht. Ist wieder gut. Meine arme Mutter. Gleiches wieder gut. So. Alles gut wieder. So. Alter Schwede. Okay. Tja. Das sollte ich mich nicht aufhalten. Habe ich schon verstanden. Ich wollte mich ja eh nur umschauen, ne? Ob es hier vielleicht irgendwas von Wert für uns gibt. Vielleicht ist es echt tatsächlich besser, wenn ich mich um die Aurora herum umschaue. Ist wahrscheinlich lukrativer. Duck. Also wenn ich mich hier unten hintraue und hinwage, auch wenn die Seemotte sehr tief tauchen kann, ist das hier doch unglaublich gefährlich. Schaut ja nicht aus, dass es hier irgendwelche Frackteile gibt. Und so blind dann. Oha, was haben wir hier? Hier ist echt was drin. Wow! Hier ist echt was drin. Was bist du? Schubkanone. Oh, wow! Einsteigen. Wow, das ist heiß. Oder was das jetzt immer war. Okay, das waren Schubkanonen-Dingens. Hier wahrscheinlich auch. Gibt es tatsächlich was? Das ist ja unglaublich. Ich soll vielleicht das Licht ausschalten, damit ich nicht auffalle, wo ich bin. Diese dreckigen Viecher hier. Was haben wir da? Nur Bepflanzungen, ne? Ja. Ja,
Ja, ich wollte halt nur mal schauen, ne? Auf. Duck, duck. Ich wollte ja nur mal schauen. Ich hau eh schon ab. Bevor ich hier noch drauf gehe. Das zahlt sich wirklich nicht aus. Duck. Jawohl. Niedergerammt. Oh Gott, ich bin schon wieder ziemlich beschädigt hier. Nerv nicht. Scheusal. So, da sind wir wieder hier. Ja gut. Okay, hier rum, hier heroben. Ach, dieses Alien-Viech. Ich wollte gerade sagen, da gibt's Rubine und da gibt's wunderbare Sachen und... Ich muss es reparieren wieder. So. Mein armes kleines Gefährt hier. So. Dann Scanner. Tiefenpilz. Den kennen wir noch nicht. Einheimische Lebensform. Tiefenpilz. Ein farbloser Verwandter des Säurepilzes, der sich schwachen Lichtfelsen angepasst hat. Deutlich säurehaltiger als sein flachwasserbewohnender Verwandter. Daher könnte er in der fortschrittlichen Fabrikation Verwendung finden, kann zu Salzsäure verarbeitet. Oh, Salzsäure. Oh, geht schon, können wir schon einpacken. Da haben wir mal was gelesen vor langer, langer Zeit. Da war mal irgendwo was. Geisterkraut. Wächst ausschließlich in tiefen Gewässern, wo seine blasse Pigmentierung bei den geringsten Wellenlängen sichtbar sind. Okay. Sehr gut, sehr gut. Nehmen wir gleich mit. Haben wir zwar eh keinen Platz mehr zu Hause, aber ist mir wurscht. So. Das zu dem. Ein paar eingesammelt, das passt schon mal. Dann hier möchte ich unbedingt noch mich anschleichen ein bisschen. Was haben wir hier? Tiefenpilz nochmal. Gut. Das Quarz hier noch einsammeln. Das Rubinchen, das hat mich angelacht. Dann nochmal so ein Quarz. Ich weiß, ich habe schon mehr als genug, aber ich möchte ja Scheiben bauen und Aquarien und ich brauche Mehrzweckraum und ich brauche Platz. Ich glaube, ich werde 20 Mehrzweckräume bauen. Das ist zu viel, aber wer weiß, ob einer reichen wird. Vor allem, wenn man eventuell den Mehrzweckraum umbauen kann, könnte, täte, zu einem Schlafzimmer oder so, ne? Falls es für sowas auch gedacht ist. So. Ich glaube, soweit so gut habe ich mal. Sehe ja was? Ist er jetzt hin? Ich glaube, der ist hin. Schade, ich kann ihn nicht... Kann ich ihn scannen jetzt? Was bist du? Hoppala, das wollte ich nicht. Ich will den Scanner haben. Ja, das geht. Reißer. Okay. Reißer, ein kleiner Raubfisch, der dem gewöhnlichen Beißer sehr ähnlich ist, aber zu einem eher solitären und wenig aggressiven Jagdverhalten neigt. Okay. Illithium. Der Fortsatz mit seinem... Ah ja, der Fortsatz mit seinem... Blablabla, bla bla, warte kurz, ich muss kurz hier rein wieder. Ja. Der Fortsatz mit seiner roten Spitze im Kopf des Reißers, der einmal als Sinnesorgan gedient haben dürfte, wurde umgewandelt, um Beute nicht zu verfolgen, sondern anzulocken. Die Beutetiere werden von den tänzelnden Bewegungen der Angel angezogen, sodass der Reißer nach vorne schnellen kann, um sie zu fangen und zu verzehren. Zweitens Zähne. Eine Reihe scharfer spitzer Zähne, die alles, was der Reißer braucht, um seine Beute zu zerfleischen. Drittens Augen. Diese Tierart hat in den tiefen dunklen Höhlen, die sie bewohnt, wenig Verwendung für Augen. Ihre Augäpfel können wahrscheinlich nicht viel mehr als große Schwankungen örtlicher Lichtquellen wahrnehmen, zum Beispiel wenn eine Mahlzeit ihren Weg kreuzt. Okay. Ich brauche was zu futtern. Nom nom. Ich schwimme mal etwas höher, weil da unten ist wieder dieses komische Alienviech. Dieses Tentakel-Ungeziefer-Dings.
und werde versuchen, hier was Leckeres zum Mampfi zu finden. Guten Tag, ich brauche bitte Spachtelmasse. Hätten Sie etwas zum Anbieten für mich? Habe ich noch Platz? Oh jo. Ein bisschen Platz hätte ich noch. Weil ich gerade sehe, hier vor mir lecker tolles, super tolles Salz. Ja, guten Tag. Jetzt vielleicht nochmal ein Stückchen höher. Aber hier war ich eigentlich auch noch nicht gründlich am Suchen, ne? Bei diesem Gebiet hier. Es ist halt echt viel, viel, viel. Aber ich wollte eigentlich mich um die Aurora rundherum bemühen und bewegen. In der Hoffnung, dass... In der Hoffnung, dass wir hier Scan-Material kriegen für Zyklop und oder Mehrzweckraum. Was haben wir denn da? Nein, ich möchte aussteigen, bitte. Was sind denn Sie? Scanner-Raumfragment, lol. Jetzt kriege ich ihn nachgeschmissen, ne? Das war ja so klar, dass mir der jetzt ins Äuglein sticht. So, wieder einsteigen. Danke. Und den Part werden wir jetzt auch beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen mit einem Knurren fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Den Bumerangfisch will ich noch haben. Au. Also dann. Tschüssi.